Mahlzeit und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transportfieber 2 hier auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und in diesem Video wollen wir uns jetzt um die Straße kümmern. Und zwar habe ich dafür eine Mod gefunden im Steam Workshop und zwar heißt dieses Straßenpaket TFMR 2.0. Vorteil bei diesen Straßen ist, der Gehweg ist sehr schmal und dadurch sind sehr kleine Kreuzungen, nenne ich es mal jetzt einfach, möglich. Das heißt, man kann den Abstand zwischen den Straßen relativ eng wählen und man kriegt trotzdem noch eine Kreuzung gebaut. Das ist vor allen Dingen wichtig in Bereichen, wo zum Beispiel sich mehrere Straßen kreuzen, im Bereich zum Beispiel am Cannstatter Hauptbahnhof habe ich solche Straßen oder auch vor dem Stuttgarter Cannstatter Hauptbahnhof, Cannstatter Bahnhof und Stuttgarter Hauptbahnhof habe ich solche Kreuzungen und da hat sich das ziemlich bewährt. Und man sieht es hier auch jetzt noch mal ganz kurz im Bild. Es ist hier einfach ein bisschen enger möglich, die Straßen zu legen. Wird alles noch ein bisschen upgraded. Ist jetzt mal erstmal nur alles umgewandelt auf den neuen Straßentypen. Diese Kreuzung macht sowieso Riesenprobleme, aber dazu gibt es in einem anderen Video dann mal noch mehr. Ich habe hier ein bisschen auch die Straßen in die äußeren Bezirke verlängert, gerade deswegen, dass hier eben die Fahrzeuge auch aus den Randbezirken reinfahren konnten nach Stuttgart. Und wie ihr sehen könnt, habe ich mittlerweile ja auch alles schon durch den neuen Straßentyp ersetzt. Es gibt ein paar Stellen, so wie hier bei den U-Bahn-Gleisen, da funktioniert das einfach nicht. Es würde theoretisch schon funktionieren, man muss aber dafür ein bisschen mehr tricksen. Und es, ich sag mal, auf Teufel komm raus, es umzusetzen, macht keinen Sinn. An manchen Stellen macht es echt Sinn und ist auch gut so, dass es funktioniert. An anderen Stellen ist es nicht gut umsetzbar. Auf jeden Fall ist das Ganze soweit eigentlich schon mal gut bis zu dem Zeitpunkt gewesen. Die Straßen haben sich schön angepasst. Ich musste natürlich jetzt alle Straßen, die ich gesetzt habe, mussten umgebaut werden. Das heißt, alle Straßen, die zu dem Zeitpunkt vorhanden waren, mussten verschoben werden. Dafür habe ich wieder mal wie immer das Paralleltool verwendet. Und um die Straßen wieder auf Position zu schieben. Dann habe ich natürlich auch ein bisschen die Straßen erweitert. Habe natürlich festgestellt, dass das nicht immer an allen Stellen so einfach war, weil halt auch nicht alles einplaniert war und die vorhandenen alten Straßen halt noch nicht richtig umgebaut waren. Das heißt, ich musste da an manchen Stellen noch ein bisschen Kraft investieren, um das Ganze an die richtigen Stellen zu schieben. Aber das, sagen wir mal, das habe ich offline dann einfach noch ein bisschen ergänzt. Ich erspare euch hier die ganzen Details, Aufnahmen von den Umbauten. Aber was mir wichtig ist oder wahr ist, ich zeige euch hier jetzt mal noch ein paar Stellen, wo ich die Straßen dann rangeschoben habe. Hier sieht man immer diese Ausbuchtungen für die Haltestellen von den U-Bahn-Stationen. Und da bin ich einfach hergegangen und habe hier mit dem Paralleltool das Ganze einfach näher an die Gleise rangeschoben. Im späteren Bereichen habe ich dann immer die Schiene als Basis genommen und das Gleis dann quasi kopiert als Straße mit einem gewissen Abstand, um dann eben den richtigen Schienenabstand zur Straße zu kriegen. Das war natürlich ein bisschen tricky. Man musste das natürlich erst austarieren, welchen Abstand man da tatsächlich braucht. Ich habe da mir Notizen gemacht auf einem Blatt, wie groß der Abstand immer ungefähr sein muss von der Straße zur Schiene und auch für so Kreuzungen, wie da der Abstand sein muss. Und ja, es ist manchmal nicht ganz so einfach gewesen, das dann auch umzusetzen. Wir werden da noch ein bisschen was in Stuttgart sehen, wo das dann komplizierter quasi wurde und auch mit Unebenheiten zwischen Kreuzungen und Straße und Schiene, also quasi dieser Dreierverbund, einfach dann zu Problemen führte. So, bei Kreuzungen funktioniert das Paralleltool nicht so gut, deswegen funktioniert es dann eben nur bis eben zur Kreuzung und deswegen habe ich hier die meisten Kreuzungen dann einfach rausgenommen.
hab das Ganze dann hier ersetzt und dann nochmal mit dem Paralleltool das Ganze aneinander geschoben. Geht hier ziemlich weit sogar, bis hier vorne an die Station. Und dann ist der ganze Bereich einfach näher an den Gleisen und auch näher an dem Bahnsteig. Und auch diese Buchtungen, die man vorhin gesehen hat, die zuvor mit den alten Straßentypen noch relativ groß waren, sind jetzt relativ überschaubar in der Größe. Muss natürlich dann alles hier oben noch ein bisschen angepasst werden und dann hat man hier einen schönen Abstand zwischen den Gleisen von der U-Bahn-Trasse und der neuen Straße. Wie gesagt, es führt, oder dieser Straßentypwechsel führt generell einfach zu massiven Umbauten im Straßenbereich. Aber so, wenn ich jetzt zurückschaue, das Endergebnis hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Ganze anzupassen, weil dieser Straßentyp einfach ein bisschen, ja, flexibler will ich es nicht nennen, aber ein bisschen einfacher war vom Bauen her und etwas anspruchsloser bei gerade solchen Problematiken wie den Kreuzungen. Was natürlich die KI jetzt mit diesen Kreuzungen macht, und wenn ich das mir anschaue, dann war es natürlich nicht ein Fortschritt, dann war es eher ein Rückschritt, weil die KI, die, oder zu dem Zeitpunkt, weiß jetzt nicht, was die KI machen wird, sobald das neue Herbst-Update kommt. Ich will mir da die Beta nicht installieren, deswegen habe ich das nicht laufen. Was dann die KI macht auf den Straßen, das wird spannend, denke ich. Die aktuelle Stausituation in Stuttgart ist katastrophal. Also ich bin froh, wenn überhaupt mal ein Fahrzeug an seinem Geschäft oder Wohnort bzw. Industriestandort ankommt. Ist einfach massiver Stau auf den ganzen Strecken. Gerade hier im Bereich Stuttgarter Hauptbahnhof, die zwei Kreuzungen rechts und links, die sind der Wahnsinn. Also da ist Stau, das geht auf keine Kuhhaut, das ist Wahnsinn. So, aber auch hier auf der zweiten Seite einfach schön alles entlang gezogen, Parallel verschoben und dann die alte Bestandsstraße einfach rausgerissen. Ja, man sieht diese Buchten schon noch, das muss ich schon sagen, aber sie sehen deutlich kleiner aus und damit auch passt sie auch wesentlich besser ins Gesamtbild, finde ich. Mit der Länge der U-Bahn-Station von 120 Metern, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob die wirklich alle 120 Meter lang sind. Ich habe da zwar den Kommentar gelesen und ich kann das auch bestätigen, dass die ziemlich kurz sind an manchen Stellen, aber ob die überall 120 Meter lang sind, das weiß ich nicht, weil an manchen Stellen sehen die, also im Overlay, sehen die halt kürzer aus und deswegen bin ich mir da nicht sicher, aber wenn ihr mir sagt, die sind da 120 Meter überall, alle, dann wird es halt für manche von den U-Bahnen aber ziemlich eng in den Stationen. Aber momentan baue ich da die U-Bahn-Stationen alle nur so lang, dass entsprechend entweder eine Doppeltraktion oder eine Einfachtraktion reinpasst. Und es gibt wirklich sehr viele Strecken, da fahren nur Einfachtraktionen. Deswegen ist das jetzt nicht ganz so erheblich, wenn da jetzt eine U-Bahn-Station ein bisschen länger oder kürzer ist. So, aber zu den Straßen zurück, hier sieht man jetzt der Ausbau hier, die Strecke sieht so jetzt wesentlich akkurater aus, auch der Abstand zum Bahnsteig habe ich versucht einzuhalten, sodass dort eben noch ein bisschen Platz ist. Hier sieht man auch ein kleines bisschen die Erhebung der Straße, die ich vorhin angesprochen hatte. Ja, und dann fehlt ja eigentlich nur noch die Anbindung hier vorne an das, an diese Kreuzung. Das ist auch so eine problematische Kreuzung hier an der Stelle. Hier kommen halt auch einige Straßen ineinander, die dann zu Problemen führen könnten oder auch können. Darunter führt natürlich jetzt auch noch hier die U-Bahn rauswärts in Richtung Stuttgarter Hauptbahnhof. Das ist auch nicht unbedingt einfach hier dann das zu ergänzen sauber, aber
Das seht ihr auch, diese Problematik mit dem Straßenbauen, übrigens so Kreuzungen, lässt sich mit diesem neuen Straßenmodell einfacher überwinden, ist nicht das richtige Wort, aber einfach besser umsetzen. So, alles hier nochmal kurz ein bisschen eingeebnet, weil ja doch jetzt durch den neuen Straßentyp das Ganze hier ein bisschen uneben geworden ist. Aber dann sieht das Ganze erstmal ganz gut aus. Und auf der anderen Seite haben wir auch hier diese große Kreuzung am Stuttgarter Hauptbahnhof. Da unten kommt auch gerade die U-Bahn aus den Tunneln raus. Und dann geht es hier hochwärts. Die Strecke hier hochwärts hat natürlich auch komplett neue Straßentypen bekommen. Und auch hier oben im Bereich, wo dann hier die U-Bahn sich aufteilt Richtung Killesberg und ich glaube Löwentor ist das andere. Da muss natürlich auch die Straße näher an die Schiene rücken. Das habe ich ja auch schon teilweise umgesetzt. Jetzt fehlt bloß noch die von jetzt an gesehen rechte Seite. Und da haben wir ja aber auch hier diese doppelte Gleis, dass ja da auch dieser Abzweig, wo die U-Bahn hochfährt Richtung Killesberg, muss natürlich auch berücksichtigt werden. Da habe ich Sato mal angepasst. So. Okay, hier haben wir ja eine Mittelstation, das heißt, wir haben hier erstmal kein Problem, dass hier die Straße irgendwie im Weg rumgeht. Ja, schön, wie das Spiel hier mal wieder die Straße einfach zerschossen hat. Hier haben wir kein Problem, wie gesagt, mit dem Bahnsteig, der ist in so einer Mittelstation verbaut. Aber wir wollen hier natürlich an der Schiene entlang und das ist eher das Problem, dass wir hier einen Bahnübergang haben, der auch relativ eng ist oder näher am Gleis sich befindet und da lässt sich das leider nicht so schön umsetzen, wie das an richtigen Bahnsteigen ist mit dem Abstand zu den Gleisen und dann eben diesen schönen Bahnsteig mit Schranke. Hier musste ich mir ein bisschen anders dabei helfen, dass ich hier einen schönen Übergang bekomme. Und zwar musste ich hier jetzt halt ein bisschen den Bahnübergang etwas weiter nach rechts schieben, nicht extrem. Also ihr seht es, das ist immer noch minimal, aber es musste halt ein bisschen weiter nach außen geschoben werden, was nicht so schlimm ist. Also wie gesagt, das ist noch erträglich. Da habe ich hier kurz den Rand weggerissen, dass es hier eine schöne Rampe rauswärts gibt, hoch also runter von den Gleisen her, dass es da nicht so einen Hügel gibt und ich habe die Bahnschranken momentan überall entfernt, aber da muss man mal schauen, was man da in Zukunft sich hinbaut. Im unteren Bereich habe ich dann auch noch mal ein bisschen was abreißen müssen. Hier ist ja auch der kleine Abzweig rechts rauswärts Richtung ist das Stuttgart Mitternacht. Auf jeden Fall halt Stuttgart Nord in dem Bereich hier rechts rüber am Parkfriedhof. Dann habe ich hier noch ein bisschen halt das abgerissen, ein bisschen was ergänzt und das habe ich dann offline, habe ich das hier noch ein bisschen ausgebaut, weil das hat sich doch über mehrere Abrisse und Stunden geschoben, bis hier dann endlich mal was gepasst hat. Ich habe dann hier einfach mal den ganzen Bereich mal grün angepinselt, dass ich hier ein bisschen Gras hatte. Ist auch geschnittenes Gras, sodass das nicht überall unter der Straße hervorlugt. Und ja, sieht eigentlich schon ganz gut aus, also bin ich eigentlich relativ zufrieden. Womit ich noch nicht so zufrieden bin, ist hier, wie der Tunnel hier verschwindet. Da habe ich mittlerweile eine andere Mod für, die das ein bisschen schöner aussehen lässt. Die werde ich dann wahrscheinlich noch hier einbauen, damit das Ganze hier einen schönen Tunnel, eine schöne Tunneleinfahrt kriegt und nicht so ja, komisch im Bereich aussieht. Ja, und damit wären wir erstmal für dieses kleine, überschaubare Straßenupdate am Ende. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.